Hallo Leute, willkommen zu Let's Play and Talk Stellaris hier auf GenX Reloaded. Und was wir hier sehen ist Tiefim 2. Ein Planet weit entfernt von unseren Kernwelten. Und eventuell eine neue Kolonie. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir Lösungen finden und Reichsgröße, weil wir haben jetzt schon plus 5 Technologiekosten und plus 10 Traditionskosten, alleine dadurch, dass wir halt ein so großes Reich haben. Ja. Klar, es soll, diese Änderung wurde wohl gemacht, um gerade zu Beginn des Spiels zu große Reiche zu verhindern. Aber ja, weiß ich nicht. Wenn ich mir hier das im Vergleich angucke, klappt das nicht. Also zumindest nicht für Spieler. Also nicht für die KI. Für die Spieler klappt es. Die können keine großen Reiche machen. Aber ja, schön ist es nicht. Gut. Aber das müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Wenn wir da Möglichkeiten finden. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Und ich habe auch nichts gefunden. Und gut, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so sehr danach geguckt, weil ich hatte noch war noch mit anderen Sachen beschäftigt. Aber ja, werde ich dann nachholen. Und momentan müssen wir uns eher auf andere Sachen konzentrieren. Zum Beispiel was überlegen, was wir hier machen, da unsere Distrikte bald voll, unser letzter Distrikt muss noch bebaut werden. Jo, müssen wir ja gucken, was wir da hin basteln. Hier haben wir noch 10 Distrikte, aber die braucht die Bevölkerung so ewig. Ja, und hier auf Ukrone können wir zwar schön weiter ausbauen, haben auch noch 5 Distrikte frei, aber ja. Wir haben da nichts von, solange wir hier nicht wegkommen. So. Ja. Und dann müssen wir gucken, ob wir uns hier den Weg frei ballern. Oder jo, ob wir uns irgendeine andere Möglichkeit finden. Ja, die Coalition mag uns halt überhaupt nicht. Und da werden wir auch nichts dran ändern können, so schnell, glaube ich. Ich will nämlich auch nichts schenken, einfach so, weil. Nö, warum? Sonst denken die noch, wir haben Angst vor denen. Ha! Nee, nee. Gut, dann gucken wir aber mal. Ja. Dann lasse ich immer weiterlaufen. Unsere Schiffe sind ja alle beschäftigt. Also die Vorsam hängt ja fest da oben. So, das war ja das Spezialprojekt. So, was haben wir hier? Nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzen konnten, haben wir Kontakt zu der unabhängigen Raumstation herstellen können, die Curator Order gehört. Curator Order. Mal sehen, ob sie reden wollen. An alien empire is making contact. Seid gegrüßt, Sternreisende. Wir sind die Kuratoren. Unser uralter Orden wurde vor Äonen von verschiedenen galaktischen Mächten gegründet, die damals an die Macht strebten. Wir widmeten uns der Bewahrung allen Wissens, um die Galaxis vor dem Fall in ein weiteres dunkles Zeitalter voller Massenaussterben und Barbarei zu schützen. Wir sind gescheitert. Heute gibt es nur noch wenige von uns, aber wir gehen unserer heiligen Mission mit derselben Leidenschaft wie unsere Vorfahren nach. Wir sind gewillt, einen Teil unseres Wissens mit euch zu teilen. Für einen gewissen Preis. Okay. Ein wahrlich gutes Treffen. Okay. So,
das war hier. Oh. Na, da ist ja schon ein Zentrum auf dem Weg. Ja, ist auch gleich da. Und das ist hier, das baut hier unten noch weiter die Station, Minenstation. Sehr gut. Gut, dann geht's weiter jetzt hier. Okay. So. Initiating communications. Moment. So. Einladung zum Migrationsabkommen. Das asarische Volk sollte nicht im Asar Republic als Gefangene gehalten werden. Auch Einschränkungen für unsere eigenen Leute, unsere Territorien zu besiedeln, sollte es eigentlich nicht geben. Lasst uns beschließen, das aufzuheben. Schließt ein Migrationsabkommen mit Zeitran LA Stars. Unsere Bevölkerung werden sich frei in beiden Richtungen bewegen können. Ja, so ist es doch immer gut. Wir konnten den Ursprung des mysteriösen Raumschiffes, das wir im Hensedan-System entdeckt haben, noch nicht bestimmen. Da dies wahrscheinlich unser erster Kontakt mit einer bisher unbekannten fremden Zivilisation ist, müssen wir alle Handlungen vermeiden, die als bedrohlich oder provozierend fehlgedeutet werden könnten. Wenn ihre Sprache übersetzt wird, können wir hoffentlich eine friedliche Beziehung zu ihnen aufbauen. Okay, dann macht mal weiter. Ja, aber es ist gut, wenn wir uns noch mit mehr... Initiating communications. Mann. Ja. Gut stellen. Dann können wir hier vielleicht auch was gegen die Kurdischen tun. Wir haben viel voneinander zu lernen, Asari. Wir schlagen die Schaffung eines Forschungsabkommens zwischen unseren Imperien vor. Ja, das Übliche, schließen Forschungsabkommen. Ja, wir können folgende Technologien lernen. 10. Ja, ich habe das noch nicht ganz so verstanden, wie das funktioniert. Aber für uns sieht das ja ganz gut aus. Gut. So, verfügbare Tradition können wir auch. Dann können wir hier den letzten Perk, Abteilung für öffentliche Arbeiten. Unsere wachsenden Städte werden durch inspirierende öffentliche Arbeiten in einem bisher unerreichten Umfang ergänzt. Zu diesem Zweck muss eine neue Regierungsbehörde gebildet werden, um ihre Konstruktion zu überwachen. Stadtdistrikte stellen eine zusätzliche Wohnung zur Verfügung. Ringweltstadtsegmente und Ökumenopolis Wohnakologien. Mann, was ist denn hier los? Stellen ebenfalls zusätzliche Wohnungen zur Verfügung. Okay. Zack. So, und wir können den zweiten Aufstiegsvorteil nehmen. Ja, dann nehmen wir hier nämlich die Kontrolle der Lehre. Da kriegen wir nämlich, können wir nämlich 5 weitere Sternenbasen bauen. Ja. Zack. So. Können wir 9. Gemäß dem Mandat unseres Premierministerin sind zusätzliche Backbone-Stationen gebaut worden. Ja, alleine dank hier Queb Daran. Wo insgesamt 20 Minenbaustationen sind. Survey complete. Okay, Henselon. So, da gibt es sonst nichts. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Erstmal hier hoch. Hi, was ist hier los? Oh, das ist ein unbekanntes Raumschiff. Wir fliegen wieder einfach mal hin. Yeah. So. Wow. Iribit Animus und die Coalition haben Frieden geschlossen. Sehr schön. Methangasexplosion. Eine Methangasexplosion hat Wissenschaftsoffiziers Kucknat und einigen anderen Besatzungsmitgliedern verletzt. Die Explosion setzte ein, als ein defekter Bohrer die Generatoren überlastete und diese dann Feuer fing. Bevor das Feuer eingedämmt werden konnte, entzündete es etwas Methangas und riss eine Mauer nieder, wodurch ein geheimes System von Kammern und Tunneln offenbart wurde
Unsere Archäologen glauben, dass sie möglicherweise zu einer wichtigen Person gehörten, die über die nötigen Mittel verfügte, da sie mit kostbaren Mineralien und Artefakten gefüllt waren. Ja, wir kriegen die... Oh, mein Kognat, mein Wissenschaftler ist verstümmelt. Lebensdauer minus 40 Jahre. Ja, dafür kriegen wir 1000... Mineralien und 100... Was ist das? Kristalle? Gas? Kleinere Artefakte haben wir auch gefunden. Gut. Jetzt geht's hier ab. Die Spur verläuft sich. Wir haben die von uns des Saiyan-Aliens genannten Fremden seit einiger Zeit weder gesehen noch gehört. Unsere Forscher mussten feststellen, dass sie wenig Informationen haben und sie befürchten, dass die Spur sich verlaufen haben könnte. Sucht weiter. Wissenschaftler dieses Team ist unerwartet im Alter von 91 gestorben. Ja, die ist ja, das ist ja die da oben, ne? Ja. Ja, da wollen wir momentan keinen neuen Anführer. Wir können ja eh nichts holen. Oder können wir jetzt. Warum eigentlich nicht? Können wir jetzt nicht eigentlich dadurch? Den haben wir doch. Genau! Ich kleiner Dubbel. Ich kann auch da jetzt weg. Forschungsgeschwindigkeit rekrutieren. Hier kann ich doch da sein. Warum kann ich da nicht hin? Ich kann nirgendwo hin. Ich bin gefangen. Naja, gut. So ein Scheiß. Okay. Wir fehlen immer noch. Hier auch. Aber wir haben noch Zeit, da was Neues zu machen. So. Special Project complete. Wahrscheinlich wurde die Borddatenbank im Rahmen eines Stilllegungsprozesses nicht vollständig gereinigt, weil das Schiff ein ziviler Transporter war. Obwohl an Bord des Schiffes nichts anderes zu finden war, konnten unsere Datenwissenschaftler teilweise auf die unbekannte Alien-Technologie zurückgreifen. Hervorragend. Neue Forschungsoptionen, gegossene Kristallplan. Okay. So, und die wollte ich nämlich, Construction complete. Raumstation ausbauen. Jetzt hier auch fertig mit den Bergbaustationen. Gut. Stabile Ruinen. Unsere Archäologen, die auf Tifim 3A arbeiten, haben einen höchst instabilen Abschnitt der Ruinen erreicht. Die Böden und Decken müssen sorgfältig abgestützt werden, bevor wir fortfahren können. Es wird schwierig und mühselig sein, aber die Suche nach einer alternativen Route würde das Projekt verzögern. Sicherheit geht vor. Wir werden drum. Ja, nee. Kostet wie viel? 100 Energie? Jo, das können wir uns ja leisten. Zack. Dann mal weiter. Was denn jetzt?
Oh nein. Zeit und Elias Zars hat Bucke allein zum Rivalen erklärt. Und umgekehrt. Och Leute, was soll denn das? Hör mal auf damit. Positive kann ich jetzt mit den Föderation gründen? Nein, was fehlt denn noch? Kriegsphilosoph. Oh Mann. Scheiße. Und wo sind sie da? Ja, mit denen haben wir noch nicht genug. Dann kann ich den, genau, dann schicke ich den mal hier hin, um die Beziehung noch weiter zu verbessern. Vielleicht können wir dann mit denen eine Föderation gründen. Ja, ich halte das wichtig. Und dann kommen die anderen nämlich automatisch dazu. Was? Dieses Experiment ist schon lange genug gelaufen. Unser Migrationsabkommen hat sich als ernster Fehler herausgestellt und wird mit sofortiger Wirkung beendet. Aber warum? Oder wer dann? Unsere Versuche, mehr über die fremde Spezies mit der Bezeichnung Saiyan Aliens in Erfahrung zu bringen, waren bisher vergeblich. Auch wenn wir relativ rasch feststellen konnten, dass sie eindeutig Teil einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation ist, hat es sich als äußerst schwierig erwiesen, weitere Fakten in Erfahrung zu bringen, da sie offenbar erhebliche Anstrengungen unternimmt und andere daran zu hindern, Signale von ihr abzufangen. Bisher ist es uns daher nur gelungen, kleine Bruchstücke von dem zu erhaschen, was wir als ihre Sprache vermuten. Unsere Linguisten sind jedoch zuversichtlich, ihre Kommunikation aus den gewonnenen Erkenntnissen entziffern zu können, wenn wir nur eine größere Stichprobe enthalten. Jo, dann sucht weiter. Logischerweise. Eine Wissenschaft der Kognat hat eine neue Eigenschaft. Fachwissen, Militärtheorie. 50, das macht er ja nicht mehr lang. So ein Scheiß. Minus 40 Jahre. Der Admiral ist gestorben. Alter von 75. Was haben wir denn hier? Rumpfstärke. Ja, wie die. Finde ich gut. So. Die zerbrochene Pforte. Während der erste Kreis anscheinend aus den baufälligen Behausungen der Ausgestoßenen und Mittellosen bestand, hat dieser zweite Kreis mehr mit der azarischen Vorstellung einer ordnungsgemäßen Stadtplanung gemein. Wir fanden mehrere Freiflächen und unsere Wissenschaftler vermuten, dass diese einst als Marktplätze dienten. Da alles verfallen ist, kann man dies allerdings nicht mit genauer Sicherheit sagen. Es dauerte nicht lange, bis wir auch in diesem Teil der Kuppel Leichen fanden. Sie scheinen auf dieselbe Weise umgekommen zu sein wie ihre ärmeren Nachbarn, und auch sie liegen überall verstreut. Ein weiterer grauenhafter Anblick. Jo, schön ist das wirklich nicht. Survey complete. Ulda. Noch hier waren keine Anomalien. Gut. Geh jetzt mal da weiter. So. Genau, und wir überlegen dann, ob wir hier die Kolonie dann bauen. Oder hier hinten, um halt quasi Filialen in der Galaxie aufzumachen. Gewonnene Koron hat eine neue Stufe erreicht, das ist Stufe 4. Unsere Bemühungen, die Signale zu entziffern, die wir von der fremden Spezies mit der Bezeichnung Saiyan Aliens empfangen hatten, haben sich ausgezahlt.
Wir haben endlich einen Durchbruch erzielt. Auch wenn wir ihre Sprache noch nicht vollständig beherrschen, ist es uns zumindest gelungen, erfolgreich diplomatische Kanäle zu der Zivilisation zu öffnen, von der wir heute wissen, dass sie sich selbst als Tribunal of Fulci bezeichnen. Okay. Ja, dann mal auf dem Schirm. Our presence in the galaxy oui. Has not gone by unnoticed. Pilzköpfe, die Beatles. Hochinquisitorin Glabber und der Rest des Religionsrats grüßt euch. Wir geben dem Tribunal auf Fulci spirituelle Führung und unser erklärtes Ziel lautet, diese großartige Nation auf einen Weg der Erlösung zu führen. Wenn ihr diesen Weg nicht kreuzt, können wir in Freundschaft leben. Ja, das ist ja nett. Wie sind die egalitär und ja, fanatisch spiritualistisch logischerweise. Weil Hochinquisitoren. Okay, unsere Bürger grüßen euch in Frieden. Wie immer. Wir sind halt nett. Jawohl. Initiating communications. Die wollen hier gleich eine Botschaft einrichten. Das ist das übliche. Fulsisch-Assarischen Diplomatie auf zentrale Botschaft etablieren. Ja klar, macht mal. Und hier sind wir fertig. Gut. Das wäre auf Ankerplatz. Ich mache hier immer das Gleiche, bis ich hier neue Plätze habe. Weil man sieht ja, dass die Flottenkapazität noch nicht besonders hoch ist. Ja. Okay. So, der gräbt da ja noch aus. Wie sieht das hier auf den Planeten aus? Ab nach oben. Hier fehlen immer noch 9-11. Hier fehlen immer noch zwei. Hier auch. Und hier auch. Fehlen immer noch zwei. No. Okay, Alliance. Okay. Und die werden hier immer größer. Und es wird immer schlechter, die Beziehung. Ich weiß auch nicht, was wir machen können. Mann. Mann, 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 Mann. Und die sind auch hier schon mittendrin bei den Iribot. Ich weiß ja nicht, ob das alles so gut ist. Und hier habe ich auch noch potenziell bewohnbare Planeten. Das heißt, ich muss eventuell gar nicht da unten hin. Ja, ich weiß, mein Artefakt. Aber das brauche ich jetzt nicht. Haben wir noch irgendwelche neuen... ein paar neue Erlassungen. Was gibt es denn hier? Schaden, Energiewaffen. Ja, das können wir alles in... Sensorreife. Das kann man alles erlassen, wenn... wenn Krieg ist. Diplomatische verfügbare Gesandte plus 1, diplomatische Bedeutung plus 10. Iribot und Zaidan haben Frieden geschossen. Sehr schön, sehr schön. Jo. Ich überlege echt. Aber ich weiß halt auch nicht, wie stark die Construction ist. Complete. Und ich brauche noch Verteidigung. So, sehr schön.
Und unsere Wissenschaftlerin Rithana hat eine Stufe erhöht, Stufe dazu bekommen. Okay, hier haben wir jetzt also immer noch nicht so viel mehr Flottenkapazität. So, wo sind wir denn jetzt alle hier? Nochmal gucken. Spionage-Netz in Collision. Zeitrunner-Lights, das ist Robot Animus. Gut, können wir ja noch hier welche schicken. So. Wenn wir den brauchen, müssen wir dann wieder einen abziehen. Das geht dann schon. Samara, bin ich schon drauf. Gut. So. 43, sind wir bei 243 kostet das. 52 haben wir dann größer. Robuste Rahmenbedingungen für die Lokalverwaltung werden auf Einzelfallbasis erstellt, um den Bedürfnissen jeder Kolonie zu entsprechen. Okay. Neue Forschung. Das Gebäude Botschaftskomplex. Sternbasenkapazität, Flottenkapazität plus 30. Zack. Nicht lange überlegen, ne? So. Jetzt kann ich meine Reichshauptstadt nämlich ausbauen. Sehr gut. Sehr schön. Das dauert jetzt ein bisschen. Survey complete. Das Radiosystem. Oh, das sieht ja auch schick aus hier. Regierung, Mineralien, Energie. Technology discovered. Forschungsalternativen. Introspektive Priorisierung. Okay. Selbstentwickelte Logik. Okay. Energie-Credits durch Techniker, neue Mechanik. Überlichtinhibitoren. Okay. Festung habe ich aber noch nicht. Diese Sensoren wurden so eingestellt, dass sie nach Schwerkraftänderungen suchen. Die zum Beispiel von Raumschiffen bezahlt werden. Okay. Gut. Das ist doch gut. Ja, die sollte schon ein bisschen helfen, um hier die Grenze ein bisschen abzusichern, finde ich. Und wo ist jetzt? Ah, jetzt ist er gestorben. Cognat. Alter von 53. Ja, schade. Einfallsreich.
sonst hier weiter ausbuddeln. Gut. Ja. Survey complete. Das Turnier hat eine neue Stufe erreicht. Maadetta ist auch erkundet. Das hat ja jetzt nicht lange gedauert. Hier sind gleich so zwei nebeneinander. Okay, das war zu dem. Also Flieg. Die dritte Schicht. Als sich das Tor zur dritten Schicht endlich öffnen ließ, strömten unsere Wissenschaftler neugierig auf das, was sie wohl als nächstes finden würden, in einen Teil der Anlage, der sich bald als eine noch reichere Region innerhalb der alten Kuppel herausstellte. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir einigermaßen verlässliche Vermutungen darüber anstellen, was uns in dieser Stadt erwartete. Kurz nachdem wir die Schicht betreten hatten, drehte sich einer unserer Wissenschaftler jedoch plötzlich um und griff brutal einen seiner Kollegen an. Das Opfer lag bereits tot auf dem Boden, als der unerwartete Angreifer ruhiggestellt werden konnte. Bei seinem Verhör gab es keinerlei vernünftige Informationen aus dem verrückten Wissenschaftler herauszuholen, und wir konnten noch nicht in Erfahrung bringen, was mit ihm geschehen ist. Diese Schicht ist deutlich kleiner als die beiden vorherigen, und es ist höchstwahrscheinlich auch die letzte, bevor wir das Zentrum der Kuppel erreichen. Es liegt nur noch ein Tor vor uns. Unsere Wissenschaftler stehen bereit, um die letzte Schicht zu untersuchen. Ach so, ja, okay. Ja, wow. Ein privatisierter Sammler auf Ugrone 3 ist irgendwie in den Besitz eines uralten Vorläufer-Artefakts gelangt, von dem angenommen wird, dass es von der Zivilisation der Liga der Ersten ist. Trotz starkem Druck der Regierung hat sich der Sammler bis heute geweigert, sich von ihm zu trennen. Jeder hat seinen Preis. 500 Energie. Das gehört in ein Museum. Erklärt das Artefakt zum Staatseigentum und lässt es von den örtlichen Behörden beschlagnahmen. Der Sammler soll es behalten. Nö. Ja, verkaufen wir das. 500. Jo. Das passt ja. Ja, Zentra ist fertig. Oh, ich dachte, wir kriegen vielleicht noch Distrikte. So, was haben wir denn? Wir haben hier das Verwaltungsbüros, Forschungslabore, Wirtschaftszonen, Regierungs-, Zivilindustrie und eine Polizeibüro. Ja, wir können hier noch so ein Polizei der Einigkeit für jeden Aufstieg zur Zeit, den unser Reich ausgewählt hat. Holotheater. Job als Entertainer plus 2, Entertainer machen aus Konsumgüter, Einigkeit und Dienstleistung. Luxusresidenzen, Polizeiwache, Ressourcensilos, Wirtschaftszonen. Nee. Dann macht hier mal Luxusresidenzen hin, würde ich sagen. Damit da noch ein paar Leute hin können. Gut. Okay. Aber warum ist der rot? Das passt hier nicht. Scheint ja alles mit in Ordnung zu sein. Survey complete. Das Buff. Und hier gab's auch nichts. Mache ich dann hier erst rum oder fliege ich? Weil hier geht's ja scheinbar noch weiter.
aber auch nur bis hier. Ja, ich mach das hier erst drumrum. Dieses Tribunal, so heißt das, genau. Jetzt habe ich's. Mann. Das ist aber auch so riesig. Von da bis. Oh, Alter, was sind das alles für Reiche. Riesenreiche. Okay. Alles klar, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Eine gute halbe Stunde, etwas drüber, glaube ich. Und ja, nächstes Mal müssen wir dann gucken, ob wir nicht wirklich mal ein bisschen zur Sache gehen. Hier ein bisschen ein, zwei Gebiete gut machen vielleicht. No. Na gut. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge und oder zu einem neuen Let's Play and Talk. Mal sehen, in welchen Reihenfolgen ich das jetzt mache, weil jetzt kommt ja auch noch Tyranny dazu und dann gucken wir mal. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher und ciao, euer Tobi.